Hey ihr Kuchenteile mit Laktosefüllung, willkommen bei Part 2 von 2 einer weiteren Runde Road to Ark Ascendant. Ich spiele mit meinem Mate Oliver im Duo und die letzte Folge endete mit einem kleinen Cliffhanger. Nach einem recht unscheinbaren Raid sind wir mit einer dicken Ladung Loot nach Hause geportet. Neben jeder Menge Turret-Ammo konnten wir auch uns komplett verbesserte Flak-Blueprints sichern. Das wird uns in den kommenden Fights extrem helfen. Unser Plan für die Staffel war es jedoch, als erster eine Khaki zu haben, womit keiner im ersten Moment rechnete, um mit dieser möglichst alles zu raiden und das Open-World-PvP komplett zu dominieren. Und wie das läuft, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt haben wir 450 Schuss pro Turret. Oh, muss gleich nochmal eben mitkommen. Ja, ich muss theoretisch selber gleich nochmal eben hier ausladen. Ich lade mal eben hier gerade Flak-Blueprints aus. Ich weiß, wie viele Flak-Blueprints die haben. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Unsere Turret schießen? Echt? Über uns ist ein PT geflogen, tot. Okay. Unlucky. Mit der Stego von dir ist von 21 auf 22 HP gekommen. Oh, das war ein dreckiger Kill. Das war ein sehr dreckiger Kill von mir. Bevor wir jetzt aber so richtig loslegen, gibt's eine kurze Info zum Sponsor des heutigen Videos. Undawn ist ein Free-to-Play Open-World-Survival-RPG entwickelt von Lightspeed Studios. Das sind, by the way, die Jungs von PUBG Mobile. Der Release war am 15. Juni, das Game ist also super frisch am Start. Das Ganze ist auf dem Handy sowie per Crossplay auf PC via Steam kostenlos spielbar. In Undawn werden viele Genres in einem Spiel kombiniert. Neben dem Erkunden dürft ihr schießen, craften, Basen bauen und um euer Überleben fürchten. Um besser in das Spiel zu finden, werdet ihr vom Überlebenden Trey Jones, gespielt von Will Smith, abgeholt und in die postapokalyptische Welt eingeführt. Nach der Charaktererstellung könnt ihr dann alleine oder mit euren Freunden riesige Zombie-Horden bekämpfen und versuchen, das, was von der Menschheit übrig geblieben ist, noch zu beschützen. Neben dem Kampf gegen die Zombie-Horden könnt ihr euch aber auch im PvP-Modus mit anderen Spielern anlegen. Für die PvP-Fans unter euch ist also auch etwas dabei. Auf der 10 Quadratkilometer großen Open-World-Karte müsst ihr dann unterschiedliche Umgebungen wie Minen, Wüsten, Sümpfe und verlassene Städte erkunden. Das Ganze sieht in Unreal Engine 4 dabei auch noch erstaunlich gut aus. Baut euch ein neues Zuhause auf und richtet eure Operationsbasis nach euren Vorstellungen ein. Das Bausystem ermöglicht euch dies mit mehr als 1000 Arten von Möbeln und Strukturen in verschiedenen Stilen. Worauf wartet ihr also noch? Checkt das Ganze doch einfach mal aus. Und mit meinem Creator-Code GATO bekommt ihr sogar noch exklusive Skins, 1000 Silbermünzen und 350 taktische Ausrüstung. Danke an Undawn, weiter geht's mit unserer Action. Soll ich noch einen Trike eventuell tamen? Wär nicht dämlich. Was hast du denn da, Male, Female? Oh, hier ist ein Player. Jo, wo ist denn der? Wahrscheinlich irgendwo hier. Oi, deine Schuhe gucken raus. Den überhaupt mit? Oh, das war schon wieder Wolf. Female. Ah, der verbesserten Crossbow 150er. Entwickelt sich. Wolf, ich komme dich nochmal in 10 Minuten abfahren. Ach ja, es ist immer schön, der mit mehr Stuff zu sein und etwas gemein zu sein zu Leuten. Die dann sagen, boah, was ein Hurensohn, farmt hier Noobs ab. Warum machst du sowas? Keine Ahnung, weil ich ein Hurensohn bin. Okay. Genauso reinschneiden, ja? Ja. Hello. I'm back. Hallo. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu hart mit den Viechern hier blocken. Da die Frage, ob sowas in Enki nicht einfach Cryon. Mach das mal gerade. Ja, dann lass uns Castle porten und dann dahin jumpen. Du könntest Castle auch noch stehen lassen. Ich finde das aber super erneuend vom grünen Obi da den ganzen Border hoch zu jumpen. Von Castle aus. Oh, die müsste ziemlich genau hinter dem lila Strahl sein. Da in diesem Eck, in dem Knick. Ja, ja. Also der hier hat 4 Normals auf dem Dach, ist zu Hause. Kokosnuss. Aha. Ja, also den kann man da mal von vorne raiden. Der portet gerade mit seinem Teri weg. Meine Butze hat 3 Turrets und glaube ich einen toten Winkel. Gott, das PT an unserem. Ah, ich sehe es.
Oh, das ist Teri vor allem. Wo ist die Kaki? Weiß ich nicht, wahrscheinlich runtergerannt. Ich hab das C4 nicht dabei und du hast die Rockets. Ach, das C4, die Ding ins Pump nicht dabei. Ja, warte. Wie machen wir das am dümmsten? Kannst du kurz gucken, ob der Kaki ist? Ja, ich kann ja runterspringen jetzt. Warte, ich schnapp mir eben deinen Prokop. Ah, oh, schon wieder so dumm. Ja, die Kaki steht hier unten. Oder? Nein, die steht hier unten. Das Problem ist, ich kann sie nicht hochporten, weil Teleporter-Limit. Ja, aber kannst du nicht hochspringen? Ich habe ein Cryo. Oh, und ich muss komplett außen rumlaufen. Hab die Kaki hier. Nice. Hier ist so gut wie tot. Ja, einen guten Teri-Sattel gehabt. So, bist du ready? Ja. Warte eben kurz nach. So, hier drin. Gib ihm. Bitte nicht drüber werfen. Danke. Oh mein Gott, Junge, wie close. Frontal sind alle Turrets, glaube ich, weg. Stehst du schon neben mir? Ja, ja, ich stehe neben dir. Sag doch was. Warum? Weiß ich nicht. Nur zur Info. Meinst die haben schon aufgehört zu schießen. Ja, die haben 26 Schuss. Dann gehe ich weg. Mach auf. Hä? Okay. Mach auf. Die laufen da drin noch rum. Die Popcorn. Wir lecken Ultra, weil die Popcorn. Geh mal raus da! Oh, schieß rein. Bananenbrot ist tot. Kokosnuss ist auch tot. Alle tot. Clowns. Erstmal Popcorn, Alter. Das tut ganz schön weh. Auf dem Stego. Wir müssen dem Stego mehr Level geben. Für bessere, also für krassere Basen braucht er mehr Level. Ich lass dich mal ganz kurz da drin alleine, ne? Ja, ich hol mal das Prokop. Ja, kannst du. Ich hab alles aufgehoben, pack's gerade wieder rein. Die sind instant ausgelockt. Wäre ich auch an der Stelle? Also ist nicht. Also, die haben halt alles verloren, wirklich alles, alles. Mhm. 100 Schuss pro Turret. Mit. Boah, sind nochmal 120 Schuss pro Turret. Nice. Schmeiß ganz kurz dem Deo da noch ein Stückchen Fleisch rein, dann porte ich gleich dich hinterher. Okay. So. Coming. Bist du jetzt ohne Tame da? Hey, ich hab das ein Prokop mit, aber du brauchst theoretisch noch Grabbles. Wobei, ganz ehrlich, du kannst dich hier reinsetzen, dann sparen wir uns ein paar Grabbles. Dann springe ich mit dir hoch. Auch noch ein Enter. Ach, hier, Climbing Pick zur Not. Ja, war ja auch noch dabei. So, oh, I'm here. Bitte, bitte don't spring in the Turret drin. Das habe ich nicht vor. Ah, warte. Kurzer Abbruch. Das ist hoch. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Ich habe es vorher auch gemacht. Ich weiß nicht, ob von hier oder von da hinten. Von irgendwo schaffen wir es auf jeden Fall. Da habe ich die gerade umgezogen. Die wurden gerade geradet. Da steht noch einer. Wieso sitze ich jetzt auf dem Prokop drauf? What the fuck? Ich bin abgestiegen und saß auf einmal. Unlucky. Und Loot hatten wir auch noch wirklich spannend, außer ganz viel Salz. Ja gut, das wird vermutlich schon gelootet worden sein. Bye. Oh, der kann fliegen. Als ob der Arti, den ich da vorher gesehen habe, einfach ein gegnerischer war. Ich dachte, die waren am Farm oder so. Hm. 80-40, Epic Loot halt. Hast du da Bock drauf? Ja, das können wir den contesten. Der ist halt actually im Redwood, ne? Ja. Frage ist halt, ne? Kann er halt nur netzen und Shotgun oder mit der Kaki halt Blödsinn machen? Ich würde mit der Kaki gehen, die noch kurz heilt. Die hat mittlerweile 15 KP oder so. Ja, du hast mich jetzt hier oben sitzen lassen, ne? Also. Ja, perish die Runde zum TP. Wollte nur sagen, nicht, dass du mich ja vergisst.
Ja, tue ich aber. Hier ist instant einer dran. Was? Ja, wenn der sich öffnet, ist er, glaube ich, aktiviert worden. Ah, okay. Ich dachte, das wird automatisch mit der Zeit gemacht. Ja, dann lass mal vorbereiten. Wird man nicht ganz so nah rangehen für einen Teleporter, ne? Ja. Nicht, dass mich da jemand bei sieht. Ah, hier steht schon TP. Von wem anders? Place mal unseren irgendwie auf der Rückseite des Berges. Ja, die trappen wir, oder nicht? TP steht. Komm weg. Ja. Also, keine Ahnung, der TP steht da halt. Da rennt ein Player. Der will gerade porten. Zwei Player. Hab den einen gekickt. Er will mich netten. Ah, der ist oben, ne? Ja. Kommst du durch? Der ist hier am Stein, hinterm Stein. Vor mir. Hast du ihn? Nee. Wo ist der Player hin? Ja, hinter dir. Bei mir, in meine Richtung. Okay, ich bin genettet. Aua. Du hast mich gegrabt. Wow. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich entscheiden, treten oder netten. Ja, ich würde den halt erstmal versuchen zu picken, ne? Leute, der hat mir fast meine Hose ausgezogen. Okay. Sehe ihn nicht mehr. Soll ich den Teleporter sprengen, oder? Ich C4 drauf und gucke eventuell noch eine Minute. Cover mich nochmal. Nicht, dass er mir jetzt hier das C4 aus der Hand knallt. Chinese Imperium. Ich hab C4 nicht auf der Hot... Ich hab C4 nicht auf der Hotbar. Chinese Imperium, das sind die aus der... Hier, wer ist die Cave? Die Blossom Cave. Okay. Na, du guckst unten, ich guck hier oben. Geh mal den Bergkamm entlang, ob hier irgendwo einer ist. Da kommt ein PT angeflogen. Hier ist ein Player bei mir. Boah, der Chinese Imperium TP vorher war. Hab mich genettet. Wollt mich bowlern, ich bin entnettet. Am Berg fighten ist echt beschissen. Wo genau seid ihr? Alles Ping auf dem Boden. Parachuted. Jetzt fehlt halt die Fabi dafür wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich immer noch derselbe. Warte mal. Ja, der so parachuted. Ist zu weit weg, zu hoch. Der grabbelt sich an den Baum, ja. Ich dreh den Baum um, oder? Ja, warum ist denn das nicht der große? Ah, das kann auch sein. Geh nochmal wieder. Er grabbelt sich zurück. Ziel fängt nicht an zu aimen. Er ist runtergefallen. Er hat direkt wieder mich genettet. Jetzt wieder drauf. Tschüss. Hm. Später Fallschirm. Ist hier unten. Ich komme dir da gerade nebenbei nicht hinterher, ne? Nee, nee, nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Lass ihn noch wissen. Er ist in eine Base gesprungen! Aber nicht die Steinbutze da, oder? Ich weiß nicht, was das hier für eine Butze ist. Das könnte halt actually Case-Butze sein, glaube ich. Ja, ich spring auch nochmal rein. Perfekt. Richtig guter Spieler. Ja, mein Känguru ist fast tot. Ja, das versuche ich gerade. Ist jetzt eklig, hier rumzuhüpfen mit den Turrets. Mein Poker hat's übel zerlegt. Ja, hier ist ein Player aktiv, keine Ahnung. Ich glaube, ich scheiß gerade auf ihn. Ich will den OTD eher haben. Ja, der hat halt eine nice Fabi. Ja, ich weiß, aber in dem OTD kann halt eine bessere drin sein. Und der Spieler hier unten ist aktiv, mein Prokop ist halt low und ich habe keinen Bock, dass er mir das Prokop wegschießt. Ich selber habe halt auch noch einen Hit gefressen, also. Unlucky für ihn. Aber die Base können wir theoretisch uns gleich nochmal angucken. Der wird den Player aber, glaube ich, schon gegrabt haben. Der war direkt da und hat das gesehen. OTD sagt 2 Minuten 40. Der PT kommt wieder hinter uns. Ist hier über mir auf Stein.
Hier ist ein Player mit Shotgun am Ground. Muss raus. Das ist ein Arty-Player. Ich bin gerade hinter dem Arty hinterher. Ich bin gleich wieder bei dir. Weiß nicht, wo der Arty ist. Alles gut. Der OTD hat noch 1 Minute 6. Ja, ich komme nicht wieder. Das ist wirklich der Scheiß, dass du Prokop nicht vorziehen kannst zwischendrin. Wir hätten Cakes mitnehmen können. Fällt mir gerade mal ein. Weil der Play ist abgestiegen vom Arty und pfeift den einfach hinterher. Ich sehe den Arty. Der Play ist direkt da drunter. Hinter mir ist ein Player am Ground, der hat versucht mich zu netten. Ich ignoriere den aber gerade. Actually, lass einfach für den OTD fallen. Hab den Player weggeschossen. Der geht für den OTD, also ist am OTD vorbei. Jo, ich bin genettet. Da sind 2 Player on ground. Jetzt zieh ich mich. Ja, Prokop down. Wann ist der OTD ab? 9 Sekunden. Okay. Soll ich mich hinterlegen? Neben dir ist einer mit einer Shotgun. Hab ihn. Grab ihn. Töte ihn. Der hat sich freigegrabbelt. Rechts von mir ist noch einer. Ich unlocke. Hab ihn, hab's nö. Hab's. Wurde dir gelootet. Brauch nicht den anderen Player. Jetzt hab ich ihn. Einer macht mir hinterher mit Shotgun. Ich hab einen immer noch in der Kralle. Hab ihn, Meno tot. Hier ist noch einer on ground hinter mir. Ja, lauf mit ihm um den Stein rum. Jo, wir Shotgun uns gegenseitig. Spiel auf Zeit, sehr schön. Ah, ist rausgebackt. Nochmal grabben. Nochmal grabben. Okay. Dein Archie-Kollege ist auch irgendwo, oder nicht? Komm ich wieder? Ne, doch nicht. Fuck. Der PT-Kollege ist aber da. Nehmen die wieder? Ja, ich seh's. Hab ihn. Ich würde gleich ganz gern einmal Armor durchswappen. Der hat schon keine Armor mehr, der hat keinen Helm mehr. Und sein Afro ist über ihm rumbacken. Der hat auch keine Chest mehr. Oh no. Ah, nein! Nein! Ah! Der läuft hier runter bei mir. Ich hab ne Capped Shotgun gelootet. Lad die mal kurz nach. Siehst du ihn noch? Da unten ist einer. Aber ist ein Lederplayer. Hast du die andere Leiche hier gelootet? Ich hab noch nichts gelootet, Mann. Ich hab nur nur den OTD. Dann mache ich das eben. Hier steht noch ein Dritten. Oh. Ja, mein Inventar ist ziemlich voll. Ja, lad's in die Kaki und lass doch gehen, oder? Ja, warte mal eben. Hier liegt theoretisch auch noch ein Innenverbar. Ah, hier liegt noch ein. Aber hier ist ein verbessertes Swatch-Schild von Snew. Das nehme ich mit. Ich habe halt dazu noch eine Cap Fabby gelootet, ne? Ich würde die Sachen halt irgendwie saven wollen. Auch das. Bin ein bisschen sonst so thick. Ja, ja, ist in Ordnung. Wenig Bock, irgendwem hier eine Cap-Waffe in die Hand zu drücken. Soll ich TP? Ja. Nice. Gerade bist Pro-Cop, aber gerade ist Neo so hochgenommen. Ja, was machen wir mit den Waffen? Ja. I mean, ich bin eh nur noch heute. Oh. Für 5 Stunden. Spiel sie. Also, nimm sie auf jeden Fall mit. Es ist eine Fabi, eine Shotgun. Ich würde die Shotgun lieber spielen. Keine Aim, sagst du? Ja. Okay, perfekt. Frage ist, ob man gleich nochmal nachguckt, wessen Base das da war, wo ich den Typen reingetrieben habe. Aber ja, ich würde mir vorher. Würde mir vorher. Weil. Ja. Bei mir, wir können ja legit den Teleporter benutzen, den wir gerade hatten. Hey, was passiert hier? Warum ist so viel Action los? Ich muss leider kurz da intervenieren und den Raid abbrechen, bevor ich das Prokop daneben tame. Ich hab, Case Steinbase auf jeden Fall gefunden. Jetzt ist die Frage, ist die Turretbase daneben auch Case Base? Runter mit dir. Actually nicht. Dankeschön. Aber die haben Bären fallen. Das ist frech. Das darf man nicht.
Actually war es doch K-Space. Ich habe nur beim ersten den Personal Owner gelesen und nicht auf den Tribe-Namen geachtet. Sorry an der Stelle, ich wusste K ist Solo und wollte ihn deshalb, wenn überhaupt, erst am Ende raiden. Aber da ich zu dumm zum Lesen bin, Pop up! Ich hab Drillinge! Ah ja. Ja, willst du auch noch einen claimen, oder? Ich warte gerade zurück. Junge, es geht schon wieder los, Alter. Da kannst du noch einen claimen. Oh, 17k sehen noch juicy aus. Jo, 33 Level. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich aber noch Fleisch holen gehen. Weil das kriegen wir sonst nicht geheilt. Das ist ja nicht ganz so schnell. So. Basically. Kannst du noch den Fels hier vor uns wahrscheinlich drauf? Ich habe eine Gravel 2. Ich habe meinen Stuff weggelegt. Aber. Alter, du blockst mich! Ich habe mich nicht bewegt. Natürlich. Safe call. Bleib mal stehen. So. Und da ist the base. So. Und man könnte halt jetzt versuchen, sich halt genau auf das Heavy zu werfen. Dann bist du halt, dann kommst du nicht mehr raus. Aber dann stehst du halt sowieso an der Wand und knallst dann da die 3 Turrets oder 4 weg. Da sehe ich mich. Dann werfen wir jetzt auch noch einen Low Ground, aber gut. Ready? Ja. Kommt der gut? Ja. Denk dran, nicht zu viel nach vorne oder hinten laufen. Ich hab kein neues C4 dabei, ich hab nur ein C4. Hast du noch Rockets? Bin fertig. Wie, du bist fertig? Leer gestockt. Okay! Die haben 100 Schuss pro Heavy gehabt. Ah. Ich mach mal auf der rechten Seite auf. Ja, ich würde mal eben hier gerade mir den Tüler snacken. Und in die Bärenfalle vorher reinrennen. Ach, echt jetzt? Komm mal her. Steht da noch ein Teleporter? Nee, hab ich weggemacht. Komm mal her, bitte. Ein treuer ja, Typ. Immer noch nicht auf. Ich hab nicht mal Damage bekommen. Auch so 1000 Meter pro Forge-Gamer. Fühlt immer noch nicht. Ich hab die Tüler weggeworfen. Auch so ein. Oh mein Gott, komm mal her. Der hat alles getriert an seinen Tames. Wir sind entstehen hat trotzdem Tames. Einiges abgekriegt, ne? Ja, ja. Aber das sind halt auch Rockets gewesen. Und Heavies. Wo sind die Cryo Tames? In der Smithy. Im Refrigerator. Kein Sattel. Schade. Megatherium. Hey, wir haben Megatherium. Dödi, Tüler, Low Tüler, High Tüler. PT, PT, PT. Ja, keine Ahnung. Ich sag schon mal einen, ne? Ja, wenn der. Das ist basically Kays Nachbar gewesen, der K-Bot genau auf der anderen Seite. Ja, weg damit. Ah. Wie gesagt, wenn der Solo spielt und auch aufnimmt, habe ich gesagt, so wenn wir dich finden oder so, vielleicht kommen wir am Ende vorbei oder so, aber wollte ihn jetzt eigentlich nicht wegmachen. Okay, lass wegmachen. Nee, lass lassen. Okay, lass machen. Lass lieber andere Leute wegmachen, die vollzählig sind. Das Holz brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen, ne? Hier sind die Steine. Ich bin gebolert. Und oh wait. Ich werd betäubt. Ja. Vor einer Sekunde. Versuch direkt wieder rüber zu kommen. Ich hab Stims gefressen, bin rausgerannt. Der Stego kommt zwar wieder mit, aber whatever. Geiler D-Sync. Über auf dem PT oder wie? Ja. Halt gar nichts bei so. Ein Netzschuss noch. Und Mikroraptor auf der Schulter. Komm, die sinkt. Ihr Ficker, ihr Blöden. Das ist Kay. Ja, das sehe ich.
Ah gut, wenn er uns attackt, selber schuld. Aber ist doch nicht seine Base, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja, heißt Lila. Er baut auf der anderen Seite. Hast du mal geschaut, wie sein Tribe heißt? Ja, irgendwas anderes hieß der. Tribe of OF. Ich bin gerade losgegangen, mit meinen Basebots frei zu machen, Alter. Hätte mindestens die Die andere Base auf der anderen Seite heißt Tribe of Lila. Ganz weit weg. Verziehen sie sich. Ja, unlucky. Ah! Tribe of... Ne, warte mal hier. Ja, okay. Also, ich kann es gerne nochmal in der Aufnahme nachgucken. Aber ich habe vorhin extra auf die Steinbase rangezoomt. Und da stand Tribe... Also, da stand Lila. Und habe dann die andere Base hier gesehen. Ich meine, die sind schon sehr close beieinander. Und da stand Tribe of irgendwie off oder so. Ja gut, er hat mir auch gesagt, er heißt Lila, also. Da kann ich halt nicht ändern, wenn sein Tribe off heißt. Oder OnlyFans oder keine Ahnung, was auch immer das sein soll. Heißt der Player vielleicht so? Lila, OnlyFans, die gibt schon Sinn irgendwie. Ja, ich habe wie gesagt, vorhin auf die Steinbase rangezoomt, die heißt, also jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die heißt auch Tribe off. Aber, keine Ahnung. Ach man, das tut mir jetzt leid für Kay. Das wollte ich nicht. Das wollte ich halt wirklich nicht. Ich habe gerade richtig schlechtes Gewissen. So. Er wollte gerade umziehen. Er schreibt mir die ganze Zeit, ja, ich habe gerade meinen Spot geklärt, wollte mich gerade woanders hin verpissen. Vor allem, ich habe ihm von der Stunde habe ich ihm ja sogar einen Player da in seine Base reingekickt. Willst du ihm vielleicht seine Tames aber wiedergeben? Ich habe ihm gerade gesagt, so theoretisch, spiel weiter, claim dir den Spot und heute Abend kommen wir mit dem Geschenk vorbei oder so. Wir haben einen Arty, PT und einen Player getötet. Dämlich von euch, bin ich ehrlich. Wie viele Leute in diese Base fliegen, Alter? Was machen die denn alle? Warum fliegen die ganze Zeit die Borde? Tatsächlich haben wir zwei PTs getötet. Was für Clowns, Alter. Ja, also ich sag, die bauen auch irgendwo an der Border und fliegen dann die ganze Zeit die Border entlang und suchen ihre Base. Imagine. Imagine, dass das irgendwie Bean, der auch am Redwood baut oder so, fliegt das vierte Mal in unsere Base, weil ich weiß, wo er baut. Schon wieder ein scheiß Bässchen. Wo ist der Player hin? Ach man, jetzt quittet Kay. So eine Scheiße. Echt? Ja. Ach, Gato, Mann. Wie unlucky, Mann. Komm mal ganz kurz. Krasser Tribe, hey, Discord oder so. Also ja. Sind die geknackt? Und zur Hölle. Nee, die haben Heavy, aber halt basically 1 so. Das ist halt übel Troll, die Base. What the fuck? Warte mal, ich guck mal eben, ob die noch mehr haben. Ja, da vorne ist auch noch 1. Aber 4 Fabricator. Also du kannst legit hier den Stego rauswerfen und einfach ranlaufen. Oder du kannst ja, wahrscheinlich sogar einen Trike rauswerfen und hier ranlaufen. Ich muss dich nur hier hochgrabben. Aber ich würde mit Stego wahrscheinlich machen, oder? Ja, ich hole mir einen Stego. Ich finde die Leiche von dem Typen nicht. In welcher Reihenfolge ist er gestorben? Er ist gestorben, dann PT, dann Archie, dann PT. Ja, scheiß drauf, wir haben gleich in der Halbzeit da Zeit, um rauszufinden. Komm jetzt her und mach den Bums auf. Wie genau haben wir Zeit in der Halbzeit? Weiß ich nicht. Analyse oder so. Halbzeitanalyse. Okay, nice. Ich mal wieder hier. Ich place jetzt ein TP. Ist dein Stego full? Oder zumindest halb voll? Ja, ist voll, ist voll. Okay. Warte. Teleporter heißt 123123. Mach den Spot zu raiden, das ist mal voll easy. Ja, ich habe kein Stamina mehr. Ich benutze doch die Gravel, was mache ich hier eigentlich? Epic Loot Crate. 17-13. In der Pause geht das Ding dann auf. Ja, legit. Are you ready? Da ist Nati am Scouten. Am Scouten? Am Scouten, Exotics. Ja, das ist einer, der scoutet. Lass ihn noch einen Moment wegfliegen, warte noch eine halbe Minute oder so? Oder? Was meinst du? Der scoutet immer noch, ne? Jetzt? Ja, kannst du jetzt schießen? Nee. Jetzt kann ich schießen. Player hat keine Chest mehr, aber macht einen Abgang. Ja, der wird sich verpissen. Ja. Willst du pre-netten? Nö. Okay, dann. Das ist in 3 Sekunden leer. Player, zwei Player raus! Du bist genettet.
Ja. Oh, ich hab kein Aim. Ich hab sowas von kein Aim. Keine Hose mehr, ich bin. Hat doch nach, diese scheiß Fabi. Hab einen weg. Richtig. Oh, ich krieg aber Turret-Shots. Ich kann nicht links von dem Stego pieken. Hast du eine Axt? Ja, hab ich. Warte. Ein Player ist nach vorne. Komm, Pombo. Scheiße, ich krieg immer noch Heavy-Schuss ab. Kannst du dich wieder draufsetzen? Ist okay, tot. Nice. Welches Heavy schießt mich denn da ab? Ich mach den Jenny sofort aus. Mach Betten direkt aus. Und weg und kaputt. Aua. Okay, ne, ich mach das anders. Ich hab noch 1 zu 4. Hier sind keine Betten drin. Du bist draußen, glaube ich. Ich hab C4. Ich brauche nur kurz Wreckage. So ein Spasti, ne? Das ist ja insane. Ich lerne auch gar nicht dazu. Ich laufe jetzt ja. Das 8. Mal in dieses Heavy rein. So. Ist immer noch nicht aus. Immer noch an. Ist im Boden. Ich nicht weg. Hast du noch ein paar Metros für mich? Ja, hab ich. Nicht, dass sie gleich von irgendwo wiederkommen. Wenn das Wreckage weg ist, mache ich den Boden weg. Sollte es gleich raus. Okay. Immer noch an. Und der Boden ist nicht weg. Ey, dieses Spiel, ne? Willst du eben das andere Turret leer stalken sonst? Keine Ahnung. Kann ich auch tun. Ich hab noch 1 zu 4 jetzt. Kannst du ja, den nicht auch einfach ausschalten? Nein, ich komm nicht dran. Okay, ich hab da schon mal ein bisschen was gesaugt. Ich wollte gerade sagen. Ey, was ein Moch. Immer noch an. Ah, jetzt auf. Geht der Loot Crate auf. So, was drin? Ja, haben die überhaupt guck mal, hier Stuff vorne, guck mal, hier ist alles drin. Weil, als wenn die den ganzen Scheiß getakeholt haben gerade. Mhm. What the fuck? Ja, soll ich Prokop holen? Nee, wir müssen das irgendwie grabben machen. Na gut, schon. Alles mitnehmen einfach, Popcorn ja, und. Würde ich sagen. Ah, jetzt ist aus. Cool. Jetzt ist es offen gewesen, ja. Wir haben so viel Madbrot, das ist übergeil. Mining Drill. Wir haben eine Mining Drill? Ich hasse euch. Sorry. Ich wollte das wirklich nicht. Ich hab gecallt, so von wegen, lass mal Case Nachbarn raiden oder so. Warum auch immer. So, ich hab dir vorhin sogar noch einen Player beim OTD in deine Turrets reingetreten. Ich hab nur gesehen, dass du drüber gesprungen bist und ich hab gesehen Känguru mit Rocket Heat über meine Turrets und dann hab ich direkt gesagt so, ah, das ist wahrscheinlich Gato gewesen. Ja, ich hab dir einen Player, den ich gechased hab, in deine Turrets getreten und hab laut gelacht, bin selber nochmal reingesprungen. Ja, das wollte ich halt wirklich nicht. Also, wenn du wirklich willst, ne, wir können dir deinen Stuff 1 zu 1 und mehr wiedergeben. Wir quitten halt heute auch, ich hab morgen keine Zeit. Ja, ich weiß, aber es ändert ja nichts dran. Ich würde trotzdem, also da wäre ich trotzdem erstmal wieder 3 Stunden damit beschäftigt, mir eine neue Base und alles zu bauen. Und, ja, auch das können wir dir. Ich kann dir eine ganze Base in die Hand drücken. Aufgeschissen, brauche ich nicht. Das ist. Ja. Ich droppe dir einfach alles, ne? Ja. Solo-Ding ist vorbei. Ich habe einiges geschafft, was ich nicht gedacht hätte, was ich schaffe, aber von daher. Das passt schon, sonst wäre doof. Also allein für Video wäre scheiße. Ja, sag, du hast Gutschein bei mir eingelöst oder so. Ne. Du hast doch einen Gutschein für eine Base. Ja, er hat gesagt, ich bin schuld. Ach so. Gato ist schuld oder Oliver immer. Schuld? Nee, immer Gato. Was machen wir eigentlich mit dem ganzen Rotten Meat, Alter? Also, den ganzen mir wurde gesagt, das ist die Base von Case Nachbar, lass sie mal wegmachen. Ja, ich guck gleich in der Pause in der Aufnahme. Gehen wir eigentlich den OTD gleich contesten? Ja, schnell machen. Box nach oben. Wo ist jetzt unser CP überhaupt? Da in die Richtung, einfach weiter runter. Ist. Jo, jo. Hey. Nochmal. Kommst du an? Ja. Muss aufpassen, das steht genau an der Kante, ne? Hast du dein Stego wieder eingepackt? Yes, hab ich Menf. Okay, ja, dann porte und heb auf. Ach nee, kannst du nicht, warte, ich mach. Perfekt, er hebt sie trotzdem auf. Du bist so ein Fixer. Jetzt muss ich zum Carsten laufen, um hier wegzukommen. Nein, ach Junge. Nicht. Als wenn du noch Slot Gap den aufheben darfst. Ja, ich habe Sachen gedroppt. Also. Muss man eigentlich rausschneiden, was ich mit dem ersten Fabi-Magazin gemacht habe. Ich war so perplex, dass da 2 Player rausgesprintet kommen, die beide AFK in ihrer Base standen anscheinend.
dass ich da erstmal komplett 6 Schuss irgendwo die Walachei gezielt habe, ohne Shadowstake alles und dann irgendwie nachgeladen und mich mal kurz richtig hingesetzt und konzentriert habe, ey. War wirklich grausam. Du hast den Kill bekommen, also krass. Ja, ja, aber du bist halt übel am Struggeln und ich schieße in die Luft und kann nicht richtig pieken und mach nur Scheiße. Hat einen Moment gebraucht, bis ich mich da richtig hingesetzt habe und dann mal 2 Schüsse getroffen habe. Aber war halt wirklich 2 Schüsse Kopf sofort tot. Also dann habe ich einen Action mit dem Headshot erledigt. Warte mal, was ist denn 13, 17? Das ist Schnee, ne? Blauer Obi. Safe werde ich am blauen Obi jetzt getötet. Aber egal, ich gehe trotzdem dafür. Ich sage, ich werde insta-genettet oder zu viel trippt. Puh, okay. Noch nicht. Wieder Kaki-Action, ne? Ja, würde ich machen. Der müsste halt in 3 Minuten schon aufgehen oder so, ne? Oder in 4. Wir sind ja übel late. Ich sehe ihn aber, glaube ich. Hier ist niemand. Also, ich sehe direkt nicht jemanden. Genau an feindlichen Fundamenten. Das ist nicht so gut. Hier geht. TP steht. Komm durch. Guck mal eben nach C4. Da liegt C4 drauf. 7 Minuten. C4, C4, C4. Ja, warte. Hast du einen Pfeil? Nee, warte. Jetzt hat's funktioniert. Kann sein, dass da noch mehr liegt. Ja, da liegt überall alles voll. Wo ist der Player dazu? Waste hat jetzt alle meine Rockets hier gerade. Geh mal kurz in Car Vision, guck, ob ich von unten noch ein C4 erkennen kann. Da liegt immer so leicht. Ich sehe den Player. Drin. Wo? Ja, unter mir, so gesehen. Unter dir? Läuft weg von mir. Na, geh auf Kaki. Nee, ich will den Typ mit der Shotgun töten. Wo ist er? Hinter dir. 2 Player. Alter, wenn mich retten. Oh, wait, perfekt. Willst du nicht einfach auf die Kaki setzen? Der Drop geht gleich auf. Der braucht ein paar Minuten. Der hat keine Hose mehr. Na komm, Wölfe jetzt. Bin direkt in den Wölfen drin. Das Poker wird jetzt gepumpt. Hab den Typen. Der andere schießt das Poker down und ist jetzt tot. Ja, who cares? Poker wohl tot. Das sind by the way Beam und Hamsty. Ich glaube, du hast gerade Beam erschossen. Er rennt weg. Ich habe halt keinen Bock, jetzt hier eine Bola zu kassieren, dann sterbe ich halt auch. Oh, stehe ich gerade nicht drauf. Dafür bin ich zu fett gegiert. Ich bin sofort bei dir. Also, ich move sofort zu dir. Keine Stamina mehr. Werf ihm Wolf auf den Kopf. Bist du noch da hinten irgendwo am Rumrennen? Ja, ja. Wo ist er? Ah, unter dir direkt. Hier vor mir. Die Kaki kann nicht springen, Alter. Auch geil. Zieht durch. Alter, come on. Ja, das fuckt überhaupt mit den Wölfen. Ich weiß nicht, wo er ist. In die Richtung hier, in die ich gucke. Ah, ich seh's. Da ist es ein PT irgendwo, fuck, der wird gleich mal wegfliegen. Rechts von ihm. Geht er dafür? Nö, ja, aber ich. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wie lange hat der OTD noch? Der müsste doch jetzt aufgehen, Alter. Naja, der war gerade noch 7 Minuten, als wir angefangen haben. Bist du da an der Klippe? Ich bin an der Klippe. Komm nochmal zu dir nach oben gesprungen. Er spinnt weg mit dem PT, als ob ich sein PT nicht wandpumpe. Da hinten steht, glaube ich, noch ein geparkter RG, oder? Ne, ist ein Wilder. Ja, ich komme wieder zum OTD, der ist weg.
Ja, kurz kontrollieren, ob neues C4 da liegt. Da hinten ist ein Känguru hinter dem Baum. Ja. Der hat ein Pullover hinter sich. Ist das sein Pullover? Nicht wundern. Eine Minute. Ich chase den Player noch einen Moment. Er hat einen PT und zieht durch. Er kommt zu dir. Oh Scheiße, jetzt bin ich lahmarschig. Muss jetzt für Cover da sein. Wie lange? Jede Sekunde. Er ist da hinten gelandet. 37 Sekunden. Ruf kurz zu dem Typ mit dem PT. Na, knall den PT ab. Versuch's, aber die sind alle so tanky. 26. Noch ein Player kommt zu mir gelaufen. Ja, ich bin hab ihn. Reload eben, damit ich bei dir. Hast du ihn immer noch? Naja, jetzt nochmal. Der will nehmen. In 10 Sekunden aber erst. Geh weg, geh weg, geh weg. Hab ihn. Schön. Derselbe Typ. Man muss doch eh erst aufmachen, oder nicht? Bin genettet. Hier ist noch ein Player in uns drin. Hat keine Hose noch. Okay, sehr schön. Ja, du kannst aufmachen. Ja, okay, da lag anscheinend doch noch C4. Ja, auf dem Ding drauf, so. Deswegen ist es explodiert. Kannst du mich take-on und in die Kaki packen? Ich kann es versuchen. Eben eventuell dein Inflare machen, take-all. Setz mich einfach direkt auf die Kaki drauf. Hast du den OTD-Loot gehabt? Ja, habe ich. Ja. Okay, ich heißt immer denn... noch keine Batman in der Face. Ich habe alles. Ich habe jetzt ihn nicht gelootet, aber ich scheiß auf ihn, ne? Der hatte nicht. Also der eine hatte nichts, der andere der Twitch. Ja, der andere, der jetzt direkt vor uns stand. Aber solange du den OTD gelootet hast, ich habe dich getakeholt. Das hat mich halt auch fast zerlegt, ne? Ja, krank. Das ist so dämlich, dass das geht. Ja. Du kannst nichts in der Nähe placen, aber du kannst die Vieh halt bauen. Du kannst dir nochmal Netze aus der Kaki nehmen. Ich hab noch die Hälfte der Netze reingelegt wieder. Ich hab ein komplettes Ascendant Flux-Set gezogen, merke ich gerade. Aus dem OTD? Ja. 650, 800, 950, 1400. Okay, lol. 1400? Also, nee, 1400. Hast du schon irgendwo. Hast du schon angezogen oder hast du es irgendwo reingelegt? Ja, angezogen. Ei. Leg mal ganz kurz. Ich will mal eben einmal aufnehmen, was da drin ist. Leg mal einmal kurz den Fabricator oder so. Yes. Also, kannst du gerne noch anbehalten, so. Okay, Leute, die Handschuhe sind int. Ja, 700. Vor allem diese 950. Vor allem, die sind 700. Halt overcapped einfach auch, ne? Genau. Ist halt dumm. Scheuert. Ja gut, ja. Also jetzt kannst du gerne Groundfight bis übermorgen machen damit. Da brauchst du schon ein bisschen C4, dass du stirbst. Ich frage es, ne? Wenn Kay jetzt aufgehört hat, wer kriegt denn so ein Stuff am Ende? Weiß ich nicht. Isa, für ihr Wiedergutmachung für ihr eines Känguru. Ja, alles klar. Du wirst selber auffinden, ne? Was wirst du mir? Auffinden. Also die Base. Ja gut, ich kann hier um 22 Uhr halt schreiben. Hatten wir noch irgendein Target? Ja, Kirschbaum. Ja, ist die Frage, ob das was in einer halben Stunde wird, wenn du dich halt sogar noch 2 Minuten vorher ausloggen willst oder so vielleicht. Ja, halbe Stunde bis 2 Minuten vorher. Ja, willst du ab da rein, instant jetzt für gehen? Ja, ja. Sind wir dafür ready? Also ja. Hochgeheilt und equipped? Ah, hochgeheilt vielleicht nicht. Wie willst du das machen? Einfach Kaki, also ich werf dich mit Stego rein und spring hinterher oder was? Mal gucken, ob man was erkennt. Oh. Ja. Und da kommt auch direkt ein PT raus. Oh oh. Aber der sieht uns eigentlich nicht. Also nicht direkt. Ja, aber kein Kitboy, ne? Das ist gar nicht so geil. Ich dachte, du gehst jetzt full equipped. Ja, ich wollte erstmal scouten. Wir haben Pflanzen angebaut. Smart. Aber es ist Cave Damage, ne? Ja. Battle Fans sehe ich. Müssen wir da oben.
Ich stimme hier gerade oben hin. Prokop, guck doch einfach mal woanders hin. Müssen nicht beide scouten, reicht, wenn ich das sehe. Ah, da steht halt eine komplette Wall, basically. Mit Heavies. Aber wenige. Aber die Wall ist groß. Also, geht über mehrere Ebenen. 3-4-stöckig hoch. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, oder? Wenn du mich von unten reinwirfst. Boah, das ist... Also du musst halt geslowt, du musst halt geslowt durch die Pflanzen durch. Ah, die sind schon ausgewachsen da drin. Ja. Ah, ja, nee, das ist mir zu eklig. Lass mal woanders hin. Also lassen wir die existieren und leben bis zum Ende, oder wie? Also ich meine, man könnte von hier... Man könnte von hier oben, könnte man halt überlegen zu werfen. Ganz ehrlich, ich hab grad mein Yeet-Kit einfach nur mit. Lass es probieren. Na, bereit? Ja. Oh mein Gott, ich hab da nicht hingeaimt. Ich sehe halt überhaupt nichts. Was ist da aus? Ja, ich bin jetzt dead. Ja, schade. Ich gehe dann wieder. Ja, bin ich auch dafür. Okay. Also Pflanzen ohne Indie sind doch der größte Rotz. Schon keiner. Okay, ja gut. Also die lassen wir leben, sagst du. Ich, guck mal, siehst du das da hinten? Also ganz weit entfernt diese grüne Area mehr oder weniger. Nee. Okay, nice. Ich sehe nichts. Ist halt die Frage, scout ich jetzt einen Känguru weiter oder? I guess. Würde vielleicht mal im Schnee gucken gehen, vielleicht? Einfach schlecht in Ark, steht hier eine Steinbase rum. Und ein PT ist auch bei uns. Die landen über uns. Soll ich zurückkommen? Als ob das jetzt nicht gereicht hat mit dem Walken, bist du behindert. Achso, ich hab den nicht auf Follow gehabt. Können die denn über uns landen? Ich glaube, oder neben uns, über uns. Schau mal, Stegungsdruck. Ich muss mal Stegung finden. Wo, über uns? Da in die Richtung, in die du springst? Ja. Nö, da oben ist keiner. Doch, ganz oben fliegt ein PT. Echt? Bin ich blind. Ja. Chinese Imperium. Was? Ah, Chinese, okay. Ich hab Steinies verstanden. Ja, Steinies Imperium einfach. Ich hab leider keine Fabi dabei. Der fliegt ziemlich in unsere Nähe. Der placed ein TP. Pass. Wo denn? Ja, hier direkt über mir, aber... Ah, ich seh's. Ich stehe theoretisch jetzt auf dem TP drauf. Das machst du nicht nochmal, Boy. Bist du der Archie? Ja. Da kommt noch ein Archie zu dir. Aufpassen. Soll ich hier runtertreten? Oh, hier sind zwei Leute bei mir mit Fabis. Ja, jetzt noch einer da. Warte, lass ihn. Ich will ihn töten. Der hat keine Chest mehr. Gut. Nice. Fliegst du mit der? Der Archie fliegt. Ja. Viel Spaß bei. Wobei, actually, ich kann hinterher fliegen, ne? Ah. Ich sehe den Body nicht. Ach doch, hier. Bitte hab einen Steg dabei. Primflack. Aber gut, oh. Pump. Pump? Pump. Pump. Sag mal, hattest du eigentlich einen guten Stegosattel auf deinem Stego drauf? Den Typen. Ja, hatte ich. Das ist natürlich tot. Nice. 190er Fabi. Ja, haben ein komplettes Flak-BP. Was? Ja. Der andere hatte keine Vollflak an. Actually, nee, doch nicht komplett, aber drei Teile Minimum. Bro, hast du Ascendant Flak? Schaut mal, ja. Oh, haben wir einen neuen Tower? Ja, ich hab mich unsicher gefühlt. Ja. Ich hab eine Base gefunden, aber ich sehe die Base noch nicht.
Muss mich da hochgrabben. Geht so steil nach oben hier. Ist das ein widerlicher Spot? Ich geh ausgehauen, oder wie? Hey, die haben irgendwie ein Loch in der Tür. Okay, die sind geknackt. Er war kein schlechter Spot. For real kein schlechter Spot. Ah, da schießt noch ein Turret. Was brauchst du gerade? Schneeborder. Ah, okay. Was mache ich da im Schnee? Keine Ahnung, scoute gerne nochmal. Oh, ich weiß, wen ich scouten möchte. Wen denn? Das ist Neff. Hier sind actually Crystal drin. Wir haben Crystal mittlerweile. Okay. Ja, ich bin gerade schon mal... gebracht. 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 Fundament von Girl Power. Aha. Hier ist irgendwie eine offene Crafting Area mit 5 Forges. Richtig scheiße geplaced von Girl Power. Hier liegt Rasi tot. Okay, Isa heißt Girl Power ab jetzt. Warte mal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was machen. Hast du die Base gefunden, oder wie? Ja, ich stehe gerade vor Shiva. Hi Shiva, was geht? Na? Ah, das war frech. Vielleicht hat sie Voice angehabt. Ja, vielleicht hat sie Voice angehabt, vielleicht auch nicht. Also, ich hab legit vor oder hinter ihr gestanden, hab gesagt, na, Shiva, was geht? Hab dann gewartet, bis sie sich umdreht. Sie läuft noch so halb weg von mir, ich stell mich vor mich. Sie schafft es trotzdem, links an mir vorbeizugucken. Uff. Ja. Ich hab eine Weile gewartet, es kam keine Reaktion, dann hat sie ein Headshot gekriegt. Also wenn das deren Base und deren Hub und Gut ist... Dann brauchen die Detonation. Dann, naja, dann können wir besser unsere Base in die rein merchen oder so. Da haben sie mehr von. Das werden wir wahrscheinlich so oder so... Also das wird denen wahrscheinlich so oder so mehr bringen. Und Kura-Köpfe sind auch schon geraided. Hier hast du die ganzen Pillar in Richtung Jungle abgeschaut, die Schneepiller? Die Pillar? Nee, ich habe nur Border gemacht. Ja, das sind die, sie sind ja so gesehen an der Border. Diese. Da, wo wir bei Revival bauen wollten, wo das kurzfristig verbaut wurde. Ja, ja, wie gesagt, ich bin die ganze Stamm von Mensch habe ich gefunden. Eine 2x1 Steinbase mit 3 Petis und einem Argy davor. Mach ich den jetzt kaputt? Keine Ahnung. Einer, was geht? Leider kann ich dich nicht hören. Hier ist noch eine Base von Stamm von Mensch. Der baut sich scheinbar ein paar Meter weiter eine neue Base. Hat die Tür noch nicht zugebaut. Oh, rein, du schon. Ja, ist nix drin. New Base. Eigentümer OF. Ich hab sein TP gefunden. Er wollte neben Stamm von Mensch ziehen. Ach, lucky. Schade, Kay. Gecleared hat er gesagt, hat er den Spot. Ah, ganz ehrlich, der von Mensch ist besser. Ich glaube, den Pete hatte ich imprinted. Ich habe keinen Pete angefasst. Oh mein Gott. Hasi ist tot. Warum denn immer? Die Base haben wir schon mal geraided. Ja, wie, wo, was? Ja, hier Retro Tundra Ecke. Ja, keine Ahnung, willst du einfach kurz mit dem Trike oder mit dem Stego hier durchkommen? Also das war einer der ersten Raids, die wir gemacht haben. Gleich.
Ich meine, der hat zwei Nomads, wir können ihn noch in Ruhe lassen. Das war die Base, die aus Stein war und an der Seite jeweils eine Metal-Wand hatte. Ah, wo wir dachten, der Typ wäre AFK und da war er. Ja, genau, AFK. Genau. Der hat jetzt eine Full-Metal-Base mit zwei Turrets. Machen wir das weg? Ja, ich hab Bock auf Trike-Charging, komm. Da kannst du ganz entspannt den Berg hochchargen. Ich kann dir allerdings erst in 70 einen Teleporter stellen. Das ist in Ordnung, der hat Hasi auf dem Gewissen. Ja, Hasi 3.0. Aber dann läufst du einfach, steigst einfach ab und läufst daneben. So, ne? So viel zu dem Thema. Du bist ein Wichser, ne? Weil die Hälfte hat Hasi gesaugt, ja? Ah, sehr schön. Mach wieder die Tür auf, vielleicht steht er wieder AFK davor. Wobei, willst du sein PT glaub, leben lassen? Mach mal andere Seite auf, komm. Wir wechseln mal ab. Ja. Hier ist schon gedamaged. Warum ist sie schon gedamaged? Kommt jetzt mal wahrscheinlich noch. Ja, das war die eine Wand, die er schon hatte. Ey, wir haben noch Enki. Geil. Endlich Enkis. Geil, Turret Armor. Hätte die mal lieber da reingefüllt. Ja, ganz ehrlich, den Enki darf er behalten. Auch ja, weiter fand ich. Warte. Das Metal lassen wir hier, ne? Ja, wir lassen alles hier. Willst du das jetzt hier rein? Ach, los, basteln. Wir gehen mal raus. Perfekt. Das ist ein Unlucky, naja. Vielleicht kommen wir gehen. Okay, wieder Abgang. Irgendjemand hat schon wieder Hasi getötet. Frech ist das. Oh, unsere Tür ist offen. Kurz Abgang. Kann ich da dran vorbei? Gut. Oh, mein Schild ist kaputt. Oh. Soll ich das wegmachen für dich? Ja, mach mal weg. Hier ist... Ah, oh, saved. Cave damit. Weiß nicht, ob ich die Kante hochkomme, by the way. Shit. Einfach Trike Charles rein. Wie heißen die? Exotics. Die haben gerade auf jeden Fall noch was geschrieben, also die sind noch auf dem Server. Okay, mach halt so. Mach ich. Null. Dino Eggs. Dino Eier, ja. Ein FPS. Null. Da hab ich jetzt Durst, wovon? Wenn ich tschüss, ich geh wieder. Hab ah, ich brauch Essen. Essen, Essen, Essen. Ja, ja, entspannen Sie sich. Hier. Hier oben im Fabricator, da ist ein bisschen was drin, was man mitnehmen kann. Ja, viel Spaß, ich geh weiter scouten. Ah, lass Teleporter noch kurz stehen. Oder warte, ich geh. Ja, ich hab selber einen. Trike mitnehmen. Alter, Junge, was ist das denn für eine 2016er Base? Brauche ich nicht checken. Pyramide? Ein gigantischer Steinklotz mit einem Gate vorne und hinten einer Tür oder wahrscheinlich einer Tür. Alle Sachen nur am Boden, um wahrscheinlich die Dinos da drin in der Base zu storen, Alter. Holy Macaroni. Oh, ich habe auch eine Base gefunden. RVMR. Auch sehr viele Heavies. Isa wurde gerade geradet. Lucky. Ah, perfekt, da bist du. Flieg mal weg von der Border. 2 Meter weiter kommt die Base, die ich dir gerade geschickt habe. Ja gut, also sind wir auch da einmal durch. Kein Beam. Keine Beam. Boah, 85. Da ist auch eine Base. Bleib auf Didi. 85, 74, 64. Das ist hier basically vor unserer Haustür, ne? Lol, das zählt ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Ja, Pinder. Ja, willst du den jetzt wirklich nochmal fighten? Wollen wir nicht lieber raiden? Wollen wir nicht sagen, scheiß drauf, einen OTD kriegt wer anders? Man, der OTD-Action ist eigentlich schon ziemlich nice und wir können danach eigentlich noch raiden, oder nicht? Wenn das eh keine halbe Stunde Action wird. Ja, dann mach ich ihn jetzt auf, aber... Ja, ich bin auf dem Weg. Aber ganz ehrlich, dann um halb oder so sind wir dann fertig und können direkt loslegen mit der anderen Base, haben 20 Minuten Zeit. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal dafür gehen, die Leute nicht nur totzuschlagen, sondern einfach wegzuwerfen.
wenn ich einen zu packen kriege. Und schieß ein bisschen auf mich. Ich pre-nette mal gerade. Mach keinen Scheiß down jetzt, ne? Oh, Kopf ist tot. Einer zieht jetzt durch, ich spreng jetzt. Mach. Sehr schön. Das ist aber keine von denen. Ja, war es auch nicht. Der ist overweight, glaube ich, wegen der Seuche. Da geht ein anderer dran! Der lootet einer! Auf dem PT! Der hat nicht gelootet. Ja, willst du schnell looten? Ich cover. Ich werde abgeknallt, ich bin super low. Ich bin tot. Ah, das ist in. Wir müssen looten halt. Ich bin tot. Kam auch nicht mehr abgestiegen. LOL. Der hat mich durch. Okay, der hat man durch die Hose einfach getötet. Ja, wir hätten das Ding einfach wahrscheinlich looten sollen. Und dann fighten. Man muss halt von der Kaki-Krone, wenn du Zielraketen auf dich bekommst. Ja, ich bin mit dem zweiten Schuss direkt abgestiegen, aber er hat sofort nachgeladen. Oder die haben beide geschossen, keine Ahnung. Was mache ich jetzt noch bis zum Archive? Weiß ich nicht. Also. Ja, die ersten paar Turrets sind ausgegangen, aber halt noch nicht alle. Ich dachte, alle wären aus. Peinlich, schreibt sie. Soll ich sie irgendwo abholen? Im Prokop? Oder haben die noch ein Flugvieh? Hast du die Charcoal gepult? Hallo? Nee, hab ich nicht gepult. Hallo, ich bin's. Hola. Bedienen Sie sich an den Crafting Stations. Alles für euch. Ja. Dankeschön, ich platziere nur schnell die. Mach mal Turrets wieder an. Die Menschen jetzt. Was, Scant? Wir bauen wieder auf. Ja, ich mach das dann morgen direkt weiter, wenn ich. Ich mach das dann morgen direkt weiter, wenn ich mich einlogge. Danke. Jo, gerne. Du Wichser! ja, sind nur, glaube ich, 8 Crafting Stations mit mehr als Hälfte voll. Ja, easy. Guck mal, ob du drauf zugreifen kannst hier. Wegen ja, K+. Ja. Perfekt. Vor allem, wie mein. Siehst du meinen Charakter? Ja. Wie ich die Hand da noch so eh. Weil ich noch drauf zugreife. Ja, Ruhe in Frieden oder so. Will nicht, dass mich jemand caged oder so und dann als Maskottchen behält. Wahrscheinlich.